so wie du meditierst, wirst du sicherlich irgendwann noch mal verhungern, weil du das Essen vergisst. Ich vergesse es nicht. Ich lasse es ganz bewusst. Jetzt störe mich bitte nicht. Der Körper wird sich sicherlich noch mal daran erinnern, dass er noch da ist. Und vor dem Hunger und dem Durst, da kommt vorher noch der Rückenschmerz. Sei doch bitte still. Vom Sozialen ganz zu schweigen. Was, wenn du nun ein Kind hättest und das wollte irgendwas von dir? Dann müsstest du dich aus deiner Versenkung herausbegeben. Ich habe aber kein Kind. Aber einen Körper hast du. Ja, leider. Ich kann den Philosophen Plotin sehr gut verstehen, dass er nicht mehr im Leib sein wollte. Der Körper hält uns doch sehr davon ab, in die Versenkung, in den Geist hineinzugehen. Selbst mich, wo ich es doch erst seit kurzem versuche. Versenkst du dich eigentlich in deinen Geist oder in den von diesem alten Philosophen? Darum geht es ja. Es geht nicht um diesen oder jenen. Es geht ums eine. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt bin ich ganz raus aus der Übung. Der Philosoph Plotin sagt, oft, wenn ich mich aus dem Schlummer des Leibes zu mir selbst erwache und aus der Außenwelt heraustretend bei mir selber Einkehr halte, schaue ich eine wundersame Schönheit. Deshalb lässt sich auch ein solches Schauen schwer beschreiben. Ich glaube dann am festesten an meine Zugehörigkeit zu einer besseren und höheren Welt, spüre kräftig in mir das herrlichste Leben und bin mit der Gottheit eins geworden. Ich bin dadurch, dass ich in sie hineinversetzt wurde, zu jener Lebensenergie gelangt, die... mich über alles andere Intelligible hinwegsetzt.